So, ihr Lieben, da bin ich schon wieder. Es geht jetzt um Adele. Wollen wir unsere Adele-Geschichte weiterspinnen, ja? Und zwar haben wir heute den Charakter Katharina, genannt Kati. Also Katharina ist ja so ein bisschen introvertiert. Andere halten sie auch manchmal für arrogant, ist sie aber nicht. Sie ist ein ganz herzlicher Mensch. Sie ist auch Ende 50 und ja, sie ist so eine richtige kleine Hausfrau. Das ist ja nichts Schlimmes, ne? Also sie ist so eine Mutti halt, so was Warmherziges, so mütterlich. Sie backt gerne, sie kocht gerne, sie werkelt gerne. Sie hat alles, was sie so. Sie hat aber auch ein paar Schicksalsschläge hinter sich, ne? Also als sie damals 16 war, hat sie dann einen Mann kennengelernt. In ihrer Lehre war das. Der arbeitete auch bei ihr mit in dem Betrieb, wo sie war. Und ja, wie das so ist mit 16 oder sie war Anfang 17, man verliebt sich auch leicht, ne? Und man hat noch nicht so die Erfahrung und was ist dann gewesen. Und man hat ja auch nicht überhaupt die Lebenserfahrung, fehlt ja noch komplett. Und er war 10 Jahre älter, ist schon mal verwerflich, sich dann an so ein, aber eine andere Sache. Und hat sich Katharina sich derbe in den Volker verliebt. Und ja, was war das Ende vom Lied? Was sie hinterher erst erfahren hat, war, dass Volker stark alkoholabhängig war. Also der hatte wirklich, muss man sagen, es dauerte auch nicht lange, dann verlor er seinen Job und also das war alles. Und sie war aber sowas von ihm, als sie dann 18 wurde, ist sie dann auch zu ihm gezogen, und ja, Dummheit einfach, ne? Also sie war einfach noch zu dumm, zu jung und zu dumm. Und er hat sie immer gehauen. Immer wenn er betrunken war, hat er sie so gehauen. Und eines Tages hat sie den Absprung aber geschafft mit Freunden zusammen, die immer gesagt haben, das geht doch nicht, Katrin, guck doch mal dein Leben. So kannst du nicht, das kannst du nicht, du landest nachher auf der Straße. Und ohne Essen, ohne Trinken und ohne irgendetwas ein Dach über dem Kopf, weil der kann ja nicht für dich sorgen und der prügelt dich und macht und tut. Wer weiß, was der noch mit dir macht. Und eines Tages, nachdem er sie wieder so verhauen hatte und sie dann im Krankenhaus aufwachte, hat sie sich dann ein Herz gefasst und hat zusammen mit den Eltern und auch den Freunden es geschafft, den Absprung, obwohl er ja immer noch hinter ihr her, ne? Aber das haben sie dann nachher schon geschafft. Ein paar Jahre später, also sie hat dann eine Ausbildung gemacht und alles Weitere ging weiter seinen Weg und sie lernte einen ganz, ganz netten Mann kennen. Mit diesem Mann hat sie nachher 4 Kinder bekommen, ein Häuschen gebaut und alles war wunderbar. Sie hat ein richtig schönes Leben gehabt und hat immer noch so daran gedacht, was wäre wohl gewesen, wenn du das nicht gemacht hast, wenn du bei dem Volker geblieben wärst. Naja, auf jeden Fall. Wie ihr Leben halt so war, ne? Sie liebte das Backen, Kochen und für die Kinder sorgen und später auch für die Enkelkinder. Das war ihr Leben. Plötzlich war sie behütet und ihr Leben ging in normalen Bahnen. Also ein völlig gut bürgerliches Leben hat sie gehabt. Und tja, das Ganze ging so weit gut, bis ihr Mann einen Schlaganfall bekam. Und zwar morgens steht sie auf und geht ins Badezimmer und findet ihn auf der Matte liegend und jede Hilfe kam zu spät. Ja, da war die Trauer erstmal groß. Die Kinder waren ja damals, also ist ja jetzt auch erst ein Dreivierteljahr her. Und dann hatte sie ja auch gesagt, das Haus hatten sie vorher schon ihrem Sohn überschrieben, dem Ältesten.
Und sie hatte gesagt, er hat also auch Zeit. Es ist an der Zeit, dass er mit seiner Familie das Haus bezieht. Und sie haben zwar immer gesagt, Mama, nun bleib doch hier. Also du kannst auch hier, wenn der Papa auch nicht mehr ist. Und wir haben noch ein Zimmerchen für dich frei. Du kannst dann hier wohnen und mit dem Hintergedanken kannst du auf die Kinder aufpassen und dies und jenes. Aber Katharina hatte dann irgendwie so dieses, ich bin noch zu jung, als dass ich in einem einzigen Zimmer hocke. Das geht nicht. Sie hatte mit ihrem Mann, Markus heißt er, übrigens hieß er, hatte mit dem Markus viel gereist, viele Hobbys, die sie gemeinsam hatten. Und sie fühlte sich einfach noch nicht dazu, sich in einem Zimmer zu hocken, wo Bett und Couch und alles drin stand. Also quasi eine Einzimmerwohnung, wo sie dann so als Oma dann sitzen sollte, vielleicht im Haushalt helfen und auf die Kinder aufpassen und alles andere. Das fand sie jetzt nicht so prickelnd, da hatte sie keine Lust drauf. Und dann hatte sie gesagt, wisst ihr was, Kinder? Zieht in das Haus. Ich habe mir ein schönes Zimmer in einer Wohngemeinschaft gesucht. Also dann hatte sie von Adele erzählt, dass sie da einzieht, dass sie sich da bewegen kann, so wie sie das möchte, dass das Zimmer groß ist, was da alles bei ist und ein bisschen anders als wie in diesem Keller, also in dem ausgebauten Keller dann zu wohnen. Und dann als Oma quasi abgestempelt zu sein, das wollte sie nicht. Ja, das ist Katharina. Die ganze Geschichte von Katharina ist halt nicht sehr groß. Sie hat einiges erlebt. Sie hat im Anfang ihrer Jahre hat sie was Schlechtes erlebt, aber anschließend hat sie ein wirklich richtig glückliches, erfülltes Leben geführt. Man kann einfach nicht mehr über Katharina sagen. Das ist ja das, was ich versuche euch immer mitzuteilen, dass das nicht einfach ist, eine Charaktere über längere Zeit zu beschreiben, wenn da nichts zu beschreiben ist. Deswegen haben wir heute zwei. Also das war die Geschichte von Katharina, die sich dann also auch bei Adele mit eingebracht hat und auch mit einzieht und auch hin und wieder der Gisela auf den Geist geht, weil sie so gerne backt und so gerne kocht, aber Gisela das immer noch als ihrs ansieht da und das nicht so gerne mag, dass sich da jemand anderes mit einbringt. Aber das ist auch wieder eine Geschichte, die noch kommt. Ja, das war die Geschichte von Katharina, kurz und bündig und dann haben wir noch die Geschichte der nächsten Charaktere und zwar von der Luna. Also die Luna ist eine kleine, so 1,65 Meter große ältere Dame, 65 Jahre alt ist sie. Sie hat ganz kurze blonde Haare, also blond gefärbt, immer noch blond gefärbt, mit einer blauen Strähne, also so eine lila-blaue Strähne, die ihr immerhin ins Gesicht fällt und sie trägt für ihr Leben gerne Trainingsanzüge. Sie ist ein bisschen korpulent und sie hat ihr Leben lang in Hamburg auf der Reeperbahn auf dem Kiez gearbeitet. Sie hatte dort eine kleine Kneipe, wo sich die Leute getroffen haben, meistens die Mädchen und auch ihre Zuhälter. Also sie war vollständig in diesem Milieu und das merkt man ihr auch an, ihrer Sprache und ihrer Körper, wie sie so ist. Sie raucht Zigarre, was Adela absolut nicht leiden kann und im Haus überhaupt nicht erlaubt. Und deswegen sieht man Luna häufig auf dem Balkon oder draußen im Garten rumwandern mit ihrer Zigarre im Mundwinkel. Sie ist ein Unikum. Sie weiß Geschichten zu erzählen. Also sie ist wirklich dabei ist sie sehr herzlich, aber man merkt, dass sie aus dem Milieu kommt.
Sie hat kein, ihre Sprache ist ganz anders. Also da muss ich auch aufpassen, wenn ich erzähle, weil wenn man es aufschreibt, ist es nicht so schlimm, als wenn man es sagt. Also sie hat eine ganz andere Aussprache. Sie kann Geschichten erzählen von Bandenkriegen, von Messerstechereien, alle solche Sachen, die normale Menschen da, selbst die, die da spazieren gehen oder da mal sich aufhalten, nicht so mitkriegen. Ja, Luna hat wie gesagt in jungen Jahren, also sie war nie, sie hat nie als Prostituierte gearbeitet. Sie hat gleich zu Anfang ihrer Schule hatte sie nicht so den Drang nach. Schule war nicht, sie war aber auch schon immer so ein bisschen frech, ne? Und Schule, sie hat auch keinen Abschluss. Sie hat, als endlich mit der Schule fertig war, hat sie gleich zugesehen, dass sie in so einem auf dem Kiez geht und hat dann lange Jahre als Kellnerin gearbeitet bei einem alteingesessenen Lokal, Kneipe. Und dieser ältere Herr, der sie dann da jahrelang beschäftigt hat, hatte sie im Testament bedacht und sie erbte von ihm diese Kneipe. Und von dem Tag an hatte Luna sich dem Kiez verschrieben. Das war's dann. Und wie gesagt, sie war die Mama. Die Mama für die Mädchen und auch die Anlaufstelle dann mal für die Zuhälter. Und manche Geschäfte sind in ihrem Laden abgeschlossen worden und auch die Polizei war ständig vor Ort. Also sie kann schon ein Lied davon. Und die Geschichten rund um Luna, die werden auch ganz interessant werden. Naja, auf jeden Fall hatte sie dann diese Kneipe geerbt. Und ja, und auch Männer hat es in ihrem Leben gegeben. Mal den einen, mal den anderen. Aber sie hat nie geheiratet. Sie hat nie, weil sie alles mitkriegte, hat das hat sie geschädigt, so ein bisschen. Sie hatte keine, für sie gab es Ehe und Partnerschaft, das war für sie Quatsch. Das, ne? Und, ja, das kommt von diesem ganzen Erlebnis, was sie da so erlebt hat. Also sie hatte schon Männer, das ist richtig, aber sie hatte nie den Drang zu heiraten, sie hat auch keine Kinder. Und jetzt wurde ihr das in den jetzigen Zeit einfach zu gefährlich, zu schlimm. Es ist nicht mehr wie früher, sagt sie immer zu Adele. Früher waren wir eine Familie auf dem Kiez. Heutzutage ist es also von Banden und von habe ich keine Lust mehr. Sonst liege ich eines Tages mal totgeschlagen oder totgeschossen in meiner Kneipe. Da habe ich keine Lust mehr drauf. Und so hat sie dann ihre Etablissement, was sie da hatte, hat sie dann verkauft und ist nach Adele gezogen. Fand also Adele das erste Mal, wo sie mit Luna beim Kaffee, also die hat sich ja dann ja auch vorgestellt und die Jenny nach Hause kam, ihre Mama besuchen, die dann nachher gesagt hat: Mama, kommst du mal bitte hin, wer ist das denn? Das geht gar nicht, die kannst du aber nicht nehmen. So ein bisschen Vorurteile. Und Adele sagt, diese Frau ist so super interessant und was die alles, aber die Art und Weise, guck dir die mal an, wie die aussieht. Da hatte sie einen dunkelblauen Trainingsanzug an, hatte sich ein Tuch so verknotet hier auf den Dings, die Haare ganz wuschelig und dann hatte sie keine Strümpfe an und nur Adi-Sandaletten. So war sie bei Adele angekommen. Die Jenny hatte gesagt, oh Gott, das geht gar nicht. Aber Adele hat gesagt, nein, ich finde die Frau faszinierend, die zieht bei mir ein. Mal gucken, wie lange es geht, wie es gut geht. Ob wir uns alle verstehen, das sehen wir dann ja. Naja, auf jeden Fall ist es dann halt so gekommen. Die Luna ist wirklich auch vom Gesicht her, sie ist 65, aber sie sieht schon 10 Jahre älter aus. Das macht so dieses ganze Nachtleben und dieses ganze, und dann natürlich die Zigarren, ne? Zigarren und Whisky. Das ist das, was Luna so als Leben, ich brauche nichts essen. Das bisschen, was ich esse, kann ich auch trinken, sagt sie immer, ne? Und wenn Gisela dann mal sagt, ne, guck mal, ich habe hier was in, ach, das bisschen, was
ich esse, kann ich trinken. Und dann haut sie sich lieber den Whisky rein und ihre Zigarre und wandert dann nach draußen. Ja, das sind zwei Charaktere, die ich in eine Geschichte jetzt gepackt habe, weil, wie gesagt, wir werden das auch weiterhin so machen, dass wir mit den Charakteren durchkommen, damit die Geschichten losgehen können. Es gibt halt nicht immer über die Frauen, wer weiß, was zu erzählen im Vorhinein, um zu beschreiben, wie die sind. Da braucht man nur immer so ein paar Minuten für. Mehr ist da nicht gegeben. Was soll ich machen, ne? Man kann sich ja nicht, kann sie die Jutta ist am Husten. Ja, ich denke mal, hat sich heute mit unserer Viertelstunde, hat sich das gegeben. Ich werde mal zusehen, dass ich vielleicht nächste Woche auch wieder zwei, dass wir vielleicht nach den Ferien mit den Geschichten, also mit der Geschichte Adele und ihre 10 Frauen anfangen können, dass wir diese Vorstellung der Charaktere abgeschlossen haben. Denn dann wird es vielleicht auch, dann wird es auch interessanter und nicht so eintönig langweilig. Also empfinde ich das so. Aber es muss halt gemacht werden, sonst steigt ihr dann nachher nicht durch, ne? Sonst habt ihr da keinen Bezug zu. Ja, ich würde mal sagen, ne? Wir lassen das für heute. Wir haben es jetzt 16 Minuten, sind es heute geworden. 16,5 Minuten von Katharina und Luna erzählt. Ja, und ich würde mal sagen, wir sehen uns am Donnerstag zur Wollvorstellung oder halt zum Strickpodcast am Dienstag. Ja. Jetzt habe ich auch im Moment kein. Achso, unter das Video werde ich das neue Muster von der dritten, wenn ich auch noch nicht dabei bin, aber das Muster könnt ihr schon haben. Ihr seid bestimmt, die das mitstricken, sind bestimmt schon schneller fertig als ich. Ja, im Moment habe ich keine Therapie, aber es wird besser von ganz alleine. Ich kann es gar nicht fassen. Vielleicht liegt es am Wetter, dass es Sommer ist. Ich weiß. Naja, auf jeden Fall freue ich mich darüber, dass es besser wird. So, ich wünsche euch, wie gesagt, eine schöne Woche oder ein paar schöne Tage morgen, heute, morgen. Und am Donnerstag sehen wir uns zur Wollvorstellung. Und zwar werde ich euch Schnäppchen vorstellen. Alles, was ich hier im Laden an runtergesetzt habe, werde ich euch zeigen. Könnt ihr kaufen. Ne? So, ich wünsche euch was. Das war's. Ne? Ich hoffe, es hat euch nicht allzu gelangweilt. Diesmal, wie gesagt, es ist halt etwas schwierig. So, alles Gute für euch. Bis Donnerstag. Bye bye.